Wo geht's denn hin? Diria, so einen Diplomaten-Heini braucht Gleitschutz. Hör mal, ist das diese Gleitquest, die du anbietest? Yep. Ach, leck mich doch am Fuß. Die wollte ich übernehmen, um ein paar Penunzen abzugreifen. Hab sie schon genommen. Und was, wenn ich dir sag, dass ich sie haben wollt? Du kriegst sie nicht, so einfach ist es. Und du willst mich aufhalten. Soll ich es versuchen? Da komm mal her. Nehmt den Auftrag doch einfach zusammen an. Und wer hat dich gefragt auf Blitzkriege? Meine Rede. Ich kriege Kopfschmerzen von eurer Streiterei. Und die Lösung ist einfach und effizient. Geht zusammen. Eine kümmert sich um die großen Probleme, die andere um die kleinen. So oder so, ihr seid bessere Kämpfer. Besser auf Kämpfe vorbereitet. Sollte es dazu kommen. Hör mal, ich will mir ein paar Materialien für ein großes Projekt besorgen. Und seit diesem Sternkram sind die Preise für so ziemlich alles hochgegangen. Hätte also nichts gegen wenig Köllerei. Sieht aus, als könntest du was aushalten. Also in Ordnung. Tun wir uns zusammen. Wir treffen uns heute Nacht in der Kreuzung zu Temis. Wir brechen von dort auf. Ja. Ich gehe meine Sachen packen. Und mich absuchen. Das hilft schon, nicht wahr? Ruhe. Du bist ein ganz schön durstgestellt, was, Kumpel? Die Schatten folgen mir auf Schritt und Tritt. Hab so ein Kerz wie dich schon mal oft gesehen. Ihr seid alle gleich. Seid meist echt feine Kerls unter dem ganzen düsteren Getue. Können wir die Höflichkeiten lassen? Ich habe schon Kopfschmerzen. Ey, Tellermeister. Oh ja. Kai schwafelt immer noch von den Feuerwerks. Hat immer noch nicht gereiht, was eigentlich abgeht. Das Glück ist mit den Doofen, sag ich ja. Es wäre aber einfach gewesen, wenn es wirklich nur Feuerwerke gewesen wären. Der sümmelt die ganze Zeit was von wegen Brief. Oh? Hast du ihn schon aufgemacht? Nein. Fragst du, was drinne steht? Ich hatte bisher nicht Zeit. Das klingt jetzt auf einmal nicht mehr so flach. Denk nicht zu sehr darüber nach. Oha, wer kommt mir alles noch dazu? Weißt du gar nicht mehr, wie ich gesprochen habe. Es war eine halbwegs große Aufnahmepause dazwischen. Worüber? Nicht so wichtig. Natürlich nicht. Es liegt mir fern, mich in anderer Leute Angelegenheiten einzumischen, auch wenn ich von Natur aus wütend bin. Ha, schön für dich. Und ob das unter meiner Wanderlust ist, gut, warum ich hier bin. Auf dieses Gasthaus, auf Sinit, auf das Abenteuer. Juhu. Danke. Ich wollte mich nur erkunden, ob jemand bereits die Pflicht angegeben hat, meinen lieben Freund nach Diria zu begleiten. In der Tat.
Sie ist genau hier. Wo? Oh, natürlich, wie unhöflich von mir. Seid ihr mir gegrüßt, tapfere Abenteuerin? Rhea reicht. Seid ihr mir gegrüßt, tapfere Rhea? Ihr seid also diejenige, die meine Freund eskortieren wird. Gemeinsam mit Lin. Genau der. Oh, Zerlin. Wundervoll. Es bereitet mir außerordentliche Freude, meinen Freund in derart fähigen Händen zu wissen. Aber eines treibt mich um. Na los jetzt, raus damit. Dürfte ich mich euch anschließen? Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ihr dagegen seid. Es ist nur, dieser Diplomat ist ein guter Freund von mir und ich fühle mich verpflichtet, ihm beizustehen. Kannst du eine Waffe bedienen? Meine Waffen sind meine Worte und darin bin ich ihnen nur geübt, wenn ich das so sagen darf. Das wird dem Wolf nicht gefallen. Na denn, komm mit, ich zeig dir ein paar Haken. Wir hauen um Mitternacht ab. Wirklich? Wie aufregend. Komm mal eine pushen jetzt. Oh, wie die Wände sich blättert. Ich auf großen Abenteuer, anstatt nur davon zu reden, breche ich selbst auf. Scheint, dass deine Hinreise auf einem guten Weg ist. In der Tat. Oh, all die Geschichten, die ich euch werde erzählen können, wenn ich zurück bin. Ich kann es kaum erwarten. Lebt wohl. Auf bald. Bis bald. Ich hoffe, die Quest verläuft ruhig und sie begegnen nicht allzu unerwartetem. Woran denkst du? Sind noch offene Questen übrig? Es gibt eine, aber die beinhaltet soziale Konflikte. Na gut, meinetwegen. Ich nehme sie. Ist es nicht etwas zu früh, um schon wieder aufzubrechen? Du bist gerade erst zurück, du solltest eine lange Rast einlegen, um wieder zu Kräften zu kommen. Mir geht's gut. Bist du dir sicher? Nein, aber wen kümmert das schon? Mich? Das muss es nicht. Dafür ist es leider zu spät. Ich habe dir heute bereits etwas erzählt. Also gib mir im Gegenzug einen Drink für meine Quest. Ich habe dir schon 3 gegeben, sollte mich ja noch etwas mit ein wenig mehr Gewalt. Das werde ich nicht tun, denke ich. Oh, Fable ist da. Zum große Gastwirtin. Zum große Fable. Zum große Mal. Zum Go. Egal. Möchtest du etwas trinken? Eigentlich bin ich wegen der Queste hier. Archie meinte, es gebe noch eine und ich wollte sie gerne nehmen, wenn ich darf. Gute Frage, Fable. Ich sehe schon, ich muss antworten. Aura denkt darüber nach, sie anzunehmen. Wer ist Aura? John Manachit, du weißt schon, der Typ da. Oh, das ist ein hübscher Name.
Danke. Aber wenn du die Quest schon angenommen hast, dann bin ich einfach zu spät. Viel Spaß. Warum geht ihr nicht gemeinsam? Könnte lustig werden. Ihr zwei. Gemeinsam? Das ist erlaubt. Natürlich. Teamarbeit ist die Grundlage des Abenteuerlebens. Die wenigsten Heldentaten werden alleine begangen. Das wäre ein ziemlich einsames Leben. Und genau darum solltet ihr gemeinsam auf diese Quest gehen. Kombiniert eure Stärken und werdet Probleme lösen, die für euch alleine unlösbar wären. Und ihr lernt euch währenddessen besser kennen. Was denkst du, Aura? Wirkst du damit einverstanden? Schätze schon. Und du? Ich finde, es klingt lustig. Cool. Dann ist es also beschlossene Sache. Ihr geht gemeinsam. Darf ich fragen, worum es in dieser Queste geht? Archie sagte nur, dass es eine gebe. Ganz einfach, Baya macht sich Sorgen, weil die Banshee der Lagune, der Lehre und die Mari Morgan des Aschenheilens nicht mehr miteinander sprechen. Sie fürchtet, dass das Ende ihrer Beziehung auch die Freundschaft der beiden mit ihr beenden würde. Baya ist mit der Mari Morgan befreundet? Das ist sogar ziemlich gut. Also müssen wir mit der Mari Morgan reden? Und der Banshee. Wunderbar. Ich wollte schon immer der Verkörperung der Trauer begegnen. Findest du das nicht gruselig? Nein. Weißt du, was ich gruselig finde? Kaputte Beziehung. Die gefährlichsten Kämpfe sind sozialer Natur. Ich finde sie weniger unheimlich als rachsüchtige Geister. Das hört sich an, als würden eure Ängste sich gegenseitig aufheben. Ich kenne mich nicht gut genug mit der Mathematik aus, um das zu widerlegen. Wo wir gerade von Mathematik reden, mit welchem Vorgehen kann ich von eurer Seite rechnen? Das wird nicht einfach. Wir müssen schlau vorgehen. Hast du doch einige der vielen Kristalle, die ich uns mit den Schatten verschmelzen lassen? Natürlich. Gut, ich würde es mit einer ordentlichen Dosis Intelligenz nehmen. So können wir uns unsichtbar machen und einen Plan ausformulieren, der es uns erlaubt, sie wieder zusammenzubringen, ohne dass sie erfahren, dass wir es waren. Willst du einfach nur soziale Interaktion vermeiden? Vielleicht. Oder vielleicht erinnere ich mich daran, wie gut Unsichtbarkeit bei meiner Listenquest war. Na gut. Ich weiß nicht. Ich finde, sie sollten über ihre Gefühle sprechen. Was, wenn ihre Gefühle sind, dass sie einander nie wiedersehen wollen? Dann sollten sie ja auch darüber sprechen. Das ist nicht, worum es in der Quest geht. Ich glaube schon. Wir sollten das Problem direkt angehen, anstatt zu versuchen, es zu umgehen. Ich glaube, das hier ist Charisma. Wieder eine gute Wahl. Und Clay hat erwähnt, dass du Blitzer dabei hast. Das könnte uns dabei helfen, andere zu inspirieren, nicht wahr? Das stimmt. Ich gebe zu, Blitzseilbeil wirkt für jeden ein wenig anders. Aber ihr werdet da, denke ich, keine Probleme haben. Wo wir von Clay sprechen, ich soll dir ausrichten, dass er und Tia rechtzeitig zum Barbecue zurück sein werden. Wirklich? Das ist schön.
Du sollst auch zum Aura auch kommen, Aura. Wir veranstalten am 31. ein Barbecue in der Werwolfsiedlung. Das wird toll. Ich verzichte. Oh, okay. Ich muss mich um Morpheus kümmern. Seine Wolle muss regelmäßig geschoren werden. Wo wir gerade von Morpheus sprechen, Fabel, wo ist er überhaupt? Melina hat ihn mitgenommen. Sie meinte, sie will ihn nach Hause bringen, damit er nicht so allein ist. Wunderbar. War das falsch? Ich habe ihr genau gesagt, dass, was sie, wie sie ihn füttern soll, falls er in der Zeit hungrig wird. Nein, er mag sie. Das ist schon okay. Aber wir sollten uns beeilen, damit du dein Barbecue nicht verpasst. Du hast recht. Kannst du uns helfen, die richtige Strategie zu wählen, Gastwirtin? Entweder unsichtbar und intelligent oder charisma und inspirierend. Ich vertraue dir. Lass mich überlegen. Die Qual der Wahl. Eigentlich nicht, weil wir haben bisher immer Charisma gewählt. Bei allen Wegen haben wir irgendwie versucht, einen charismatischen, nicht kämpferischen Weg zu nehmen. So, viel Charisma. 2, 3. Der geht. Vielleicht Mix aus beidem. Intelligenz und. Ich meine, das ist dann hier natürlich nur ein 2 und nicht. Aber das wäre ein guter Kompromiss. Nehme ich doch mal den Stegermeister. Das hat's. Wenn es geht. Sehr guter Kompromiss. So, dann wir mit uns und versuchen Stärke. Das war die Blitzerweise. Ja, sehr schön, da haben wir hier schon 2, ja. Und Charisma. Immer 3-mal. Jetzt brauchen wir noch hier. Schlägermeister. Immer an, du streicheln. So, ein Schlägermeister. Ich glaube, ein direktes Vorgehen wäre hier besser. Ehrliche Kommunikation ist wichtig, nicht wahr? Findest du? Eindeutig, was ist mit dir? Ehrlich wird am längsten, glaube ich. Auch hier. Absolut. Dann bleibt nur die Frage, wo fangen die an? Der Aschenhain ist leer. Und du bist bereits wo die Marimore lebt. Tust du das? Ja, ich bin ihr schon einmal begegnet. Also, wird sie sich an dich erinnern. Das ist gut. Ich hoffe nicht. Das letzte Mal hat sie versucht, mich zu ertränken. Oh. Verstehe. Es war mir so peinlich. Ich kenne auch den Weg zu Banshee. Vielleicht wäre es klüger, zu der weiter entfernten Partei zu gehen und sich daran zurückzuarbeiten. Das ergibt Sinn. Ja, machen wir so. Gut,
Aber wir sollten uns vorbereiten. Die Reise nach Boreas wird nicht einfach. Du hast recht. Wir sollten gleich morgen aufbrechen. Richtig. Wunderbar. Gut, dass du dir etwas Ruhe gönnst, Aura. Wenn es sein muss. Du warst mit Melly auf einer Quest, oder? Wie lief es? Gut. Es hat mich an meine Eltern erinnert. Geht es ihnen gut? Sind tot. Oh. Bei lebendigem Leibe verbrannt. Das ist ja schrecklich. Tut mir leid. So ist das Leben. Aber es sollte nicht so sein. Wie alt warst du, als sie... 7. Oh. Das muss grausam gewesen sein. War schon in Ordnung. So klingt das aber nicht. Als ich 7 war, bin ich einem Stachelbären begegnet, als ich nach hübschen Steinen gesucht habe. Es hat mich über eine Stunde lang durch den Wald gejagt. Ich dachte, ich müsste sterben und dass ich diesen Wald nie verlassen würde. Und ich fing an zu weinen, aber dann fand meine Familie mich und umarmte mich, so lange bis ich aufhörte. Und als ich in mein Zimmer vor Angst kaum, als ich mein Zimmer kaum vor Angst verlassen konnte, haben wir getanzt und Brettspiel gespielt, bis ich komplett vergessen hatte, dass ich überhaupt Angst hatte. Ich könnte mir ja ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Ich schon. Es war. Bitte sag nicht in Ordnung. Fürchterlich. Ich habe 2 ganze Tage auf sie gewartet. In jedem Schatten sah ich ein Monster, das mich fressen wollte. Und als ich endlich den Mut aufbrachte, nach ihm zu suchen, war es bereits zu spät. Du weißt, dass es nicht deine Schuld war, oder? Ich weiß, dass ich niemals wieder solche Angst haben möchte. Aber ich bin darüber hinweggekommen. Und wie? Indem ich mich an dem gerecht habe, der ihren Tod verschuldet hatte. Heutzutage ein sehr beliebter Schritt. Und hat es geholfen? Selbstverständlich. Es war ein natürlicher Teil meiner Reise. Der Pfad der Dunkelheit ist unwiderruflich mit meinem Schicksal verknüpft. Niemand ist vom Schicksal dazu bestimmt zu leiden. Sie hat recht. Du solltest nicht Trauer wählen, nur weil es das ist, was du gewöhnt bist. Aus dem sagt sie aber, dass man sein eigenes Schicksal bestimmen kann. Und ich habe bestimmt, dass wir dazu bestimmt sind, diese 2 Turteltauben wieder zusammenzubringen. Ganz, bestimmt. Ich muss los, mich auf die anstehende gefährliche Reise vorbereiten. Lass Melina wissen, dass du gehst. Sonst macht sie sich Sorgen. Sag ihr, dass du wiederkommen wirst. Vielleicht werde ich das nicht. Mach es nicht wie deine Eltern. Wie auch immer, ich sollte gehen. Glaubst du, ich sollte Xian folgen? Manchmal brauchen wir etwas Zeit, um unsere Gefühle zu verstehen. Und dann erst fühlen wir uns wohl genug mit ihnen, um sie anderen zu zeigen. Das heißt, nein, oder? Gib ihm etwas Zeit. Wenn ihr versucht, die 2 Untoten zu verkuppeln, wirst du genug Zeit haben, für ihn da zu sein. Stimmt, das müssen wir. Und das ist okay. Die Mary Morgan wird sich
vermutlich nicht einmal an mich erinnern. Und wenn sie es tut, kann ich einfach wegrennen und mich verstecken oder weinen. Egal, was du tust, du wirst nicht allein sein. Ich kann Aura unmöglich sagen, wie viel Angst ich vor ihr habe. Das wäre so peinlich. Wenn du für ihn da sein willst, solltest du ihm auch sagen, wenn du Angst hast. Das ist nur fair. Ich wichse ja nicht mit meinen Problemnerven. Jemanden zu mögen ist eine wunderbare Erfahrung und manchmal gehört es auch dazu, diese Person mit den eigenen Problemen zu nerven. Gute Freunde wissen es zu schätzen, wenn du ihnen genug vertraust, dass du ihre Hilfe annimmst. Denn Freundschaft heißt auch, sich für eine andere Person einzusetzen und sie zum Lächeln zu bringen. Aber weißt du alles schon, oder? Schon, aber es ist so viel schwieriger, das im Kopf zu behalten, wenn es um mich selbst geht. Ich weiß, aber du machst es selbst mit Fable. Danke, das ist alles nur dank dir. Das ist nicht wahr. Ich habe dir sehr geholfen, aber die wahre Arbeit lag bei dir. Und ich bin stolz darauf, wie weit du gekommen bist. Dann sagen wir einfach, dass es Teamarbeit war. Das hinkommt. Immer noch. Kann ich noch ein wenig hier bleiben? Ich brauche noch etwas Zeit, bis ich meine Angst stellen kann. Natürlich, Fable. Danke. Morgen. Falsche Tauszeit. Hab ich so lange geschlafen? Nein, es ist noch derselbe Tag, nur eben nicht mehr morgens. Ah, verstehe. Nicht morgen, Elfin. Nicht morgen. Hast du gut geschlafen? Zu wenig. Dein Drink hat mich ganz hibbelig gemacht. Archi meinte, dass du auf eine Quest aussiehst. Jap, Rea und ich werden so einen Reichen nach die Ria begleiten. Sei bitte ein wenig netter. Wir reden hier von Archies Freund. Tut mir leid, wir begleiten so einen reichen Idioten nach Diria. Oh, er ist Archies Freund, deswegen war er so begeistert. Weil sein Freund abhaut. Muss ja echt eine Nervensäge sein. Nein, nein, weil ihr zusammenreisen werdet. Was? Er sagte, dass er mitkommt. Seit wann? Rhea hat ihn eingeladen. Na toll. Kann ich noch aussteigen? Nein, sei kein Feigling. Na gut. Aber ich brauche noch einen Drink. Das könnte ein Problem sein. Ich habe bereits einen Drink für deine Quest gegeben. Und meine Verstärkungen sollen nicht verantwortungslos vor einem Abenteuer gemischt werden. Also muss ich mit dieser Sache allein klarkommen. Ja. Sehr hilfreich. Ich tue, was ich kann. Glaubst du, dass deine Quest spannend wird? Wir werden sehen. Das wird gut, ich hab's im Gefühl. Glaubst du, dass ich noch einen Wächter treffen werde? Wer weiß, das wäre doch etwas, oder? Was für einen würdest du dieses Mal gerne treffen? Keine Ahnung, ich habe schon den gesehen, auf den ich auswahl. Was wäre eine bessere Geschichte, als eine Wiewandchen hier auszutricksen? Du hast recht. Das heißt wohl, dass es an der Zeit ist, sich mit den Hütern der Welt anzufreunden. Das wäre doch was.
Welchen willst du am liebsten treffen? Gaia. Kann wohl kaum eine größere Ehre geben als das. Und du? Ja, Gaia. Aber jetzt sollte ich wohl jemand anderes wählen. Vielleicht Cassiopeia? Ich wüsste gerne, wie es ihr jetzt geht. Vielleicht braucht sie eine Umarmung. Du bist auch so jemand, der einen Drachen umarmen würde. Was soll das heißen? Ich glaube, sie meint, dass du eine sehr nette Person bist. Sowas in der Art. Also, welchen Drachen würdest du gerne treffen, Drachenfreund? Und keine Doppelungen. Oh ja, Leviathan. Die Schlange der untümlichen See. Warum? Magst du Schlangen? In der Tat. Und ich mag Elementmagie und Schwimmen und Chaos. Was war das letzte? Schwimmen. Aha. Aber auch wenn ich keinem der Hüter begegne, wird eure Quest bestimmt nicht umsonst sein. Das stimmt. Ich wette, du und Rhea werdet euch wunderbar unterhalten können und Archie viel über das Abenteuer beibringen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du bist eine großartige Lehrerin. Ich habe so viel von dir gelernt, einfach indem ich in deiner Nähe war. Zum Beispiel zu sagen, was ich wirklich denke. Ich arbeite noch daran, aber ich fühle mich jetzt so viel besser, wenn ich ehrlich sage, was ich möchte. Du bist besser drin geworden, stimmt. Danke. Und Melly liebt sie wirklich gerne mit dir. Sie meinte sogar, dass sie Rhea bitten möchte, ihr eigenes Großschwert zu schmieden. Also eindeutig. Jemandem Schwertkampf beibringen ist eine Sache. Mut zu haben ist eine andere. Keine Ahnung, ob ich Archie etwas beibringen kann, was ich selber noch übe. Ihr könnt gemeinsam üben. Wo wir schon üben sprechen, gehst du auch auf eine Quest, Elfchen? Genau. Aura und ich werden die Beziehung zwischen der Banshee und der Marimorgen retten. Ist das der neue Spitzname von diesem Schleicher? Richtig. Hast du nicht Angst vor der Marimorgen? Ein wenig. Viel. Glaubst du, sie wird mich ertränken oder dass die Banshee das tun würde? Vielleicht finden sie ja wieder zusammen, wenn sie mich gemeinsam ertrinken. Wahrscheinlich nicht. Du findest vermutlich irgendeine seltsame Lösung, auf die keine andere Person seit Drachengedenken gekommen wäre. Nett zu sein oder so. Das wäre schön. Und wenn das nicht klappt, hast du immer noch diesen irren Luftecho. Oder der dich aus dem Wasser ziehen kann, wenn er schwimmen kann. Er ist nicht irre. Nicht? Ich glaube, er ist vor allem traurig. Und Trauer lässt eine viel stärkere Gefühle durchleben. Wie Furcht oder Wut oder absolute Leere. Alles außer der Trauer halt. Es ist leicht, sich darin zu verlieren. Man kann ihn wieder auch herausfinden, wenn man es nur versucht. Nehmt ihr dieses Schlafsting mit? Schafisch. Ich glaube, er lässt ihn bei Männer, damit sie nicht so allein ist. Oder um ihn nicht zu gefährden. Vermutlich beides. Keine schlechte Idee. Wer blöd, sie allein zu lassen, während sie auf Geisterjagd geht. Grace könnte nach ihr sehen. Oder Hex? Nein. Wenn du mit wie zum Drachen er sich auch gerade nennt, gehst, kannst du ihn endlich nach seinem Käsekuchenrezept fragen. Käsekuchenrezept? Melina meint, er hätte ein gutes Rezept. Ich hatte überlegt, ob ich ihn nicht danach frage. Gute Idee. Frag ihn, du kannst sogar meine Küche benutzen, wenn du willst.
Wirklich? Das wäre toll. Vielleicht frage ich ihn. Andu freut sich schon. Sag mal, Nim, was ist eigentlich aus diesen untoten Schnecken geworden, um die du dich kümmern solltest? Sind langsam, nicht wahr? Also hast du noch Zeit. Also gefällt es dir hier genug, um noch ein wenig zu bleiben und zu warten? Könnte schlimmer sein. Habe sogar drüber nachgedacht, meiner Cousine ein Souvenir mitzubringen. Finger weg von meinen Sachen. Ich bin nicht dieser Luftecho. Ich kaufe ihr was in der Stadt oder von den Elfen. Vielleicht bringe ich dir was von ihrem Hof zurück, Elfchen. Du wolltest doch mal versuchen, Waldgeister anzupflanzen. Werd aber bald bei dir vorbeischauen und will nicht, dass sie zu einem Werwolf wird und wegzieht. Ha. Aber im Ernst, wenn noch mehr aus meiner Familie zu Werwölfen wird, schließe ich mich den verdammten Van Helsings an. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie Werwölfe jagen. Mir egal. Meinst du, ich könnte mitkommen, wenn du zu deiner Cousine aufbrichst, meine ich? Ich könnte die Waldgäste selbst pflücken und ich kenne mich gut mit Schnecken aus. Warum nicht von ihrer Familie scheint sie ja zu mögen. Und die Schnecken würden mich lieben. Stimmt, du würdest zwar Chaos anrichten, aber ein spaßiges Chaos. Yep. Also habt ihr wohl doch eine Gruppe gegründet? Ruhe. Okay. Es wird langsam spät. Ich sollte zurück in die Siedlung gehen und etwas schlafen. Möchtest du mitkommen, Zerrin? Wir könnten unterwegs bei den Werwölfen vorbeischauen und Herrn Dragan Hallo sagen oder Tschüss. Keine Ahnung, ob ich dir helfen kann. Ich kann dir beim Jammern zuhören. Ja, darin bist du gut. Willst du auch mitkommen? Ich fürchte, Andu ist nicht gut in Gesellschaft. Oder alleine. Vor allem alleine nicht. Aber ich freue mich auf eure Geschichten. Dann freue ich mich auf ganz viele davon. Ich kann es kaum erwarten. Gute Nacht, dann. Gute Nacht, Fabel. Nacht. Gute Nacht. Anduftern. Die Taverne sauber machen. Und ein weiterer Tag endet.